dem Auto da hinten, jetzt dort eine Bühle gehabt. Die haben wir verschliffen, verspachtelt, Systemfehler gegeben. Also, dass wir Bühle, Unebenheiten rausnehmen können, blank schliffen, mattiert und jetzt ist schon parat zum Lackieren. Schwierigkeiten sind sicher einmal die richtige Farbe aussuchen, sage ich mal. Es gibt zum Beispiel Automarken, die haben eine Farbe, aber 10 verschiedene Nuancen. Und dann ist es sicher mal heavy, mal die richtige Farbe aussuchen. Und oft hat man nur so kleine Müsseli. Und das ist für mich jetzt noch sehr anspruchsvoll. Sicher mal eine gute Eigenschaft ist das Handling für Farben, handwerkliches Geschick und Teamfähigkeit. Das Team ist sicher sehr angenehm. Man wird sofort herzlich aufgenommen. Man wird ernst genommen, auch wenn man Lehrling ist. Und es wird geholfen. Egal was, also schulisch, praktisch. Man hat eigentlich immer Unterstützung. Was mich stolz macht, wenn ich weiss, ich sehe zum Beispiel ein Auto auf der Straße und ich weiss, ich habe den Schaden gepflegt. Wenn ich weiss, der ist jetzt wieder glücklich, dass er wieder ein schönes neues Auto hat.